Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Total War 2. Wir belagern gerade mit einer Kreuzzugsarmee unser Ziel, Zagreb. Die venezianische Stadt, Venedig wird exkommuniziert und ist damit ein legitimes Ziel für Kreuzzüge. Und noch in dieser Runde wollen wir es eigentlich angreifen. Aber bevor wir das tun, haben wir noch ein bisschen was anderes zu tun, denn es gibt ja noch ein paar andere Züge zu tun. Beispielsweise haben wir hier noch eine Kreuzzugsarmee, die allerdings auf dem Weg Richtung Brügge ist, gegen England. Und wir haben hier noch Generäle. Auch die wollen wir in den Kreuzzug schicken. Auch die sollen mitkämpfen. Deswegen rücken die beiden erstmal hierhin vor. Und die brauchen vier Mann, vier Trupps, um vollständig zu werden. Groß genug, um einen Kreuzzug zu machen. Damit sind sie auch schon soweit. Schießen uns im Kreuzzug an. Weiteres Merkmal, faire Herrschaft. Beide haben faire Herrschaft erhalten. Und auch euch ziehe ich mal kurz hier raus. Und auch ihr werdet zu einer Kreuzzugsarmee. Auch die hier, Merkmal verloren. Gnadenloser Anführer, Merkmal, faire Herrschaft. Und damit sind wir auch bereit, glaube ich, fast. Mal gucken, ob wir noch jemanden haben. Ich glaube, zu einem Kreuzzug können wir niemanden mehr schicken. Aber wir könnten diese Armee hier schon mal nach Antwerpen schicken, zu Verteidigungszwecken. Ich würde sagen, es ist soweit. Wir sind bereit, Zagreb einzunehmen. Greifen an. 5 zu 2. Lassen wir einfach mal automatisch entscheiden, würde ich sagen. Ja, wobei unser General es hat... Moment, wir ziehen uns mal zurück. Was haben die denn für Truppen? Der Anführer... Oh, wir kämpfen tatsächlich gegen... Kämpfen wir gegen den Anführer der feindlichen Seite? Sehe ich das richtig? Armbrustschützenmiliz, die Parvesen, Sperrmiliz, venezianische Bogenschützen und Bauern. Das sollte eigentlich machbar sein. Attacke! 100 Mann verloren. Kann ich mitleben. Vor allem, wenn wir dafür das Kreuzzugsziel kriegen. Wird erstmal geplündert. Erfolgreicher Kreuzzug. Der Papst bekennt die Hingabe für den Kreuzzug mit folgenden Belohnungen. 4037 Gulden und 58 Einheiten kriegen einen Erfahrungsbonus. Das ist besonders angenehm. Irgendwie ist ein Kreuzfahrer jetzt. Hat einen Tempelritter bekommen. Als Gefolge. Und einen Johanniterritter. Nicht schlecht. Okay. Außer die edle Herrschaft natürlich. Dann würde ich sagen, beginnen wir doch direkt mit der Fortbildung und bilden unsere Truppen hier ein wenig fort. Wer hätte das gedacht? Und reparieren die Stadt und bauen sie natürlich auch gleich aus mit einer Ratskammer. Momentan können wir auch die Steuern gut erhöhen. Direkt den nächsten Kreuzzug können wir natürlich noch nicht ausrufen, der ist ja gerade erst vorbei. Aber trotzdem noch, die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Wir brauchen nur noch vier weitere Provinzen für den Sieg. Und müssen allerdings die drei Reichsprovinzen erobern. Bologna, Innsbruck und Wien. Ich würde sagen, davon ziehen wir uns momentan noch erstmal ein bisschen zurück. Denn jetzt wollen wir uns erstmal Brügge zurückholen und die Engländer ein wenig zurückdrängen. Ich habe mir gedacht, das könnte vielleicht auch mal interessant werden, wenn wir da ein bisschen das Ganze abändern. Und gucken wir mal, wie wir die Truppen am besten aufteilen. Die sollen sich bereithalten, die ziehen sich nochmal zurück, wegen Fortbildung. Dann machen wir noch weiter jetzt. Und ich werde die Armee noch aufrüsten, damit wir hier wieder eine volle Armee haben, die auch weiter kämpfen kann. Und ich glaube, ich werde auch einfach mal... Na, Moment. Ich gucke gleich, was wir da zusammenziehen. Denn zumindest die drei würde ich gerne wieder nach Magdeburg reinschicken. Und dann holen wir uns noch Nachschub, und zwar... ein nordischer Bogenschütze... und noch zwei Obuzherr, wie auch immer die ausgesprochen werden. Ich hoffe, das war richtig. Ihr macht euch auf den Weg nach Antwerpen in der Zwischenzeit. Verstärkt dort die Truppen. Und ich glaube, ich werde zumindest einen von denen noch mitschicken. Wähle ich mal den hier. Schickt den da dazu. Der wird den nächsten Zug zu ihnen stoßen können. Hoffentlich. Und du versuchst mal, den Ketzer hier loszuwerden. Sehr schön. Gute Arbeit, Jon von Arns. Okay. Diener Gottes natürlich. 4 von 10 Frömmigkeitspunkten. Ja, kann man mit leben. Wie viele Kardinäle haben wir eigentlich momentan?
Wir haben nur einen einzigen. Und zwei leere Sitze gibt es. Okay, wer ist der Papst der Waffen Dänemark? Das war noch unser, genau. Hoffen wir, dass wir mal wieder ein paar Kardinäle kriegen, würde ich sagen. Ich glaube, ich bilde einfach mal ein paar Priester aus wieder. Wird mal wieder Zeit. Überall, wo keine Agenten sind, können welche ausgebildet werden. Weil da, wo Agenten sind, wird normalerweise ein Priester schon sitzen. Das heißt, du kommst hier hin. Hier ist nur einer. Ja, das passt. Das wird erstmal reichen. Ihr seid auf dem Weg. Ihr unten habt gekämpft. Ihr bleibt hier sitzen. Ja, dann würde ich sagen, hole ich mir noch eine Schwertstabsmiliz. Und zieh mal... Wie viel können wir stationieren? 5 am Ende. Jetzt 2 Armbrustschützenmilizen. Und damit haben wir schon 4 von 5. Das heißt, wir werden jetzt erstmal 3 Trupps abziehen. Die Frage ist nur, wen? Ich glaube, die Kavallerie kommt erstmal vor. Dann haben wir hier nämlich eine reine Kavallerietruppe momentan. Da sind die auch ein bisschen schneller unterwegs. Die können jetzt beispielsweise in einem Durchbruch bis nach Innsbruck reiten, theoretisch. Und ich glaube, die haben hier oben ihre Truppen abgezogen ein bisschen. Naja, wie dem auch sei, ich glaube, ich beende an der Stelle gleich mal die Hunde. Wir haben ja noch den Diplomaten, sehe ich gerade. Also mit wem sind wir jetzt im Krieg? England, Heiliges Römisches Reich, Venedig und natürlich noch Ägypten. Weil vom letzten Kreuzzug noch. Weil die relativ irrelevant sind. Wir werden uns jetzt hauptsächlich um England kümmern, im Norden und ums Reich eben hier. Und vielleicht nebenbei noch um Venedig. Da muss ich gucken, wie ich da weiter vorgehe. Das ist ein schottischer Diplomat, was auch immer der da macht. Ich bin verleitet, mit dem Reich einen Frieden zu erhandeln. Für den Moment. Was kann Mailand nochmal? Mailand hat zu viele Verbündete, das gefällt mir nicht. Ich würde mich gerne mit den Papststaaten verbünden eigentlich. Ich glaube, das versuchen wir einfach mal. Oh, Genua gehört den Papststaaten, hätten wir einfach dahin gehen können. Egal, Runde beenden. Was ist schon wieder los hier? Okay, immerhin wollen sie diesmal nicht ganz so viele Verhandlungen führen. Eine Gilde für Staufen. Ein kleiner Kapitelsaal des Heiligen Johannes. Der Johanniterorden des Heiligen Johannes gilt als verhältnismäßig progressiv. Die ersten kleinen Kapitelsäle des Heiligen Johannes wurden von einer streng gläubigen Gruppe christlicher Ritter im Heiligen Land gegründet und dienten in erster Linie als Zufluchtsorte für Pilger. Als der Orden später dazu überging, sich verstärkt um das sichere Geleit der Pilger zu kümmern, wurden die Kapitelsäle zu Kasernen für die äußerst geachteten Ordenstruppen umfunktioniert. Den nehmen wir doch gerne an. Damit, wo war das jetzt? Staufen, oder? Denn das erlaubt uns, neue Einheiten zu rekrutieren, und zwar den Johanniterorden. Das ist auch sehr angenehm. Neue Einheiten sind immer gut. Aber jetzt schauen, machen wir doch erstmal langsam und schauen uns mal ein bisschen um. Was haben wir denn hier Neues? Kardinalsbericht. Die Papststaaten haben gleich 2 neue Kardinäle bekommen. Kann ich mitleben. Ja, das ist nicht... Annektiert. Baurecht. Oh, Rem und Zagreb. Gucken wir erstmal nach Rem rein. Oh, hier gibt es ein bisschen Fortbildungen. Das lassen wir aber weg, denn ich werde mir einfach die Schwertstabsmiliz holen. Und wenn wir schon dabei sind, hole ich mir noch nordische Kriegskleriker. Und ich würde sagen, da wir so an der Grenze sind, bauen wir einfach mal Ballistentürme, auch wenn ich sie, glaube ich, nicht brauchen werde. Aber ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Zeit Paris einnehmen werden. Deswegen könnte es ganz sinnvoll sein. Zagreb wird ja schon gebaut. Die Fortbildung kümmern wir uns dann mal anders. Mit den ganzen Kreuzfahrern hier. Das war's auch schon mit dem Baurecht. Venedig und England haben sich verbündet und Sizilien wurde exkommuniziert. Okay. Jede Menge Ereignisse, jede Menge neue Merkmale. Und ein fetter Gewinn für uns. Das gefällt mir. Rekrutierungsbericht Venedig. Oh ja, da gibt es einiges. Schauen wir mal nach Magdeburg. Zu der großen Armee hier. Und bilden dann gleich mal weiter fort, natürlich. Zagreb, darum kümmern wir uns dann bei Gelegenheit. Ich glaube, die Truppen von Magdeburg lasse ich vorläufig mal in Magdeburg stehen. Und die halten sich halt bereit, um Thorn zu verteidigen dann bei Gelegenheit. Während wir hier auch mal weiter marschieren.
Mit der großen Armee werden die Engländer, glaube ich, bald Schiss bekommen, wenn wir hier anmarschiert kommen. Okay, laufen wir mit denen mal weiter und packen die in Schlepptau. Zwischenzeit gucke ich mal was nach. Oh, in Aarhus wird gar nichts mehr gebaut, sehe ich gerade. Das gefällt mir aber nicht. Ich bin ja irgendwie... Wofür bin ich denn? Ich würde hier eigentlich gerne meine Flotten verstärken. Wie wäre es mit einer Marinewerft? Dann können wir nämlich neue Schiffe bauen. Aber erstmal bleiben wir beim Drachenboot. Denn wenn wir jetzt Krieg gegen England führen, brauchen wir Schiffe. Oder sagen wir so, Schiffe wären verdammt nützlich. Ich schalte in der Zwischenzeit mal kurz durch, gucke, ob es was an neuen Bauprojekten noch so gibt, die wir vielleicht verpasst haben. Die Bewässerung können wir hier... Ja, wobei, dann würde ich hier auch ein bisschen auf Schiffe gehen. In Oslo. Passt ja irgendwie. Nürnberg ist ja noch rechts... Na, ist eigentlich auch an der Grenze, aber... Ich brauche hier eine Verwaltung. Magdeburg. Rüstungsfertigung. Take this. Stettin kriegt... Kriegt einen Händler-Kai. Bisschen die Einnahmen nach oben treiben. Oh, Moment. In Venedig... Ne, in Zagreb gab's... Nein, okay, da können wir nicht weiter fortbilden. Schade. In Thorn können wir momentan nichts mehr bauen, außer den Büchsenmacher. Dann machen wir das doch einfach. Dann wird es einfach der erste Ort, an dem wir Schießbullen-Einheiten ausbilden können. Moment, hier konnte ich überall fortbilden. Das muss ich doch gleich tun. Und hier konnte ich auch. Jawohl. Schauen wir wieder auf den Baubericht. Metz kriegt eine Ortswache. Wieso können die so viel bauen? Ich scheine da echt was vergessen zu haben in der Hinsicht. Okay, Bern kriegt auch eine Ortswache. Staufen kriegt den Büchsenmacher. Dann werden wir auch hier Leute ausbilden können. Und ich glaube, ja, damit sind wir durch. Sehr schön. Die sind gezogen. Die warten auf einen General. Die sind gezogen. Dann schauen wir mal runter nach Zagreb. Und gucken wir mal, was wir mit den Truppen hier machen sollen. Wir könnten theoretisch natürlich neue Truppen ausbilden, aber ich glaube... Also erstmal ziehen wir sie aus Zagreb ab. Das sollte klar sein. In Zagreb werden... Es sollte nicht klar sein, weil die Fortbildung noch laufen. Ich bin ein Genie manchmal. Kommen erstmal die und dann die. Dann bleiben nur die Kreuzfahrer-Sergeants zurück wahrscheinlich. Ich werde die einfach mal ein bisschen zusammenziehen. Ein bisschen stacken. Damit wir möglichst vollständige Trupps haben. Und den letzten 6-Mann-Trupp kann ich auch auflösen. Damit sind das jetzt nämlich nur noch die. Das heißt, 2 Runden muss ich warten, dann sind sie bereit, um loszuziehen. Dann werde ich auch anfangen, hier mal Milizen zu rekrutieren ein bisschen. Venedig müsste ich auch zum Hafen eigentlich ausbauen, weil dann kann ich von Venedig aus nämlich das Mittelmeer mit Schiffen zuspammen. Das ist ja bisher unser einziger Hafen im Mittelmeer. Gut, aber wie gesagt, ich denke mal, hier werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen ruhig verhalten. Das Play wird vielleicht doch noch ein bisschen länger gehen als geplant, weil das Reich hat im Moment so viele Truppen, ich will die eigentlich nicht direkt angreifen. Aber mit dem Papst können wir noch verhandeln. Ah, ein Bündnis sind sie eher nicht dafür, schade. Gut, dann lassen wir das an der Stelle einfach mal. Ich würde aber gerne mal wieder Karteninformationen austauschen. Auch wenn es großzügig ist. Einfach nur, um zu sehen, welche Provinzen gehören denen momentan. Ernsthaft? Die haben hier in Spanien was erobert? Wieso nicht? Finde ich cool. Papststaaten sind schön aktiv und verbreiten sich. Ungewohnt, aber meinetwegen. Soll mir recht sein. Runde beenden. Spanien möchte wieder was von uns. Was kann ich für euch tun, meine Dame? Vermutlich gar nichts, nein. Unsere ganzen Nachbarn ziehen. Ich freue mich jetzt schon darauf, den Engländern in den Arsch zu treten. Brügge gehört uns. Das ist unsere Festungsstadt. Ein Antrag um die Hand der Prinzessin. Lord Prinz Thoraren ist von der schönen Prinzessin Brünhildr die Hochnäsige sehr angetan. Er ist gewillt, viel zu zahlen, um mit ihr vermählt zu werden. Der Rat empfiehlt euch, diese Heirat schnellstmöglich zu arrangieren. Okay. Prinz Thoraren, sie wird hier sein wahrscheinlich. Welche ja, Ehre, machen wir das doch einfach mal. Suche ich einen Ehegatten oder nur eine Unterschrift? Ich bin sicher, dass ich ihre volle Aufmerksamkeit haben werde. Moment. Prinz Thoraren, das ist er hier. Der ist noch nicht verheiratet, oder? Ich schicke die mal ein Stück zurück. Natürlich.
ich einen. Ich könnte die nur mit dem verheiraten, hä? Das verstehe ich gerade nicht. Machen wir es einfach mal so. Geht das jetzt? Nein, geht nicht. What the fuck? Scheint nicht zu funktionieren. Und ich habe keine Ahnung, warum. Gut, dann nicht. Dafür kann die Armee aber mal kurz hier hingehen und die Rebellen zerschlagen. Dauert halt eine Runde länger, bis sie ankommen. Dafür sind wir die Rebellen hier los. Und müssen uns darum gerade keinen Kopf mehr machen. Das heißt, ihr marschiert einfach mal weiter da lang. Und ich habe gerade beschlossen, dass ich den hier, den hätten Herrn Nils Stubbe, nach und nach jetzt Richtung, Venedig schicken möchte. Ja, weil ich da unten Truppen brauche. Und in der Zwischenzeit können wir in Antwerpen... Was bauen wir in Antwerpen? Bauen wir hier... Na, wir bauen hier die Farm, die Bewässerung. Und in Venezia, der Stadt auf dem Wasser, bauen wir, wie gesagt, die Marinewerft. Schiffe müssen jetzt her in Venedig. In der Zwischenzeit Rekrutierungsbericht. Ja klar, Aarhus, die Drachenboote. Damit warten wir, bevor wir damit weitermachen. Ah, hey, wir haben hier die erste Gewehreinheit, die erste Schießpulvereinheit mit den Schützen. Interessant. Merke ich mir mal. Weil das Merkmal Prinz Thorarin. Okay, nichts wirklich Interessantes passiert. Dann würde ich sagen... Moment, sind die Venezianer mit... Sind die Engländer mit... hier. Damit, die sind mit Mailand verbunden. Das heißt, wir können die da unten, glaube ich, nicht angreifen. Schade, das hätte ich eigentlich gerne gemacht jetzt. Dann würde ich sagen... Machen wir das an der Stelle einfach mal so. Und so. Und schickt den zurück, den ich aus Versehen abgezogen hatte. Und die Armee geht mal Brügge belagern. Ich will meine Stadt wieder haben. Und die begeben sich mal in Richtung Antwerpen. Wie machen wir das am besten? Ja, das geht gut. Und die Steuern sind sogar schon sehr hoch. Wir brauchen so schnell wie möglich einen General, aber dann können wir da auch richtig schön loslegen und gegen die Engländer ziehen. Ich meine, die haben nur noch hier die englische Zitadelle in Caen und Brügge in der Normandie. Mehr haben sie nicht. Das heißt, da hätten wir sie zumindest mal vom Festland hier verdrängt. Ich glaube, unsere Flotte darf mal ein bisschen aufräumen zwischendrin. Die sind vielleicht ein bisschen eingerostet. Ein bisschen Training schadet nicht. Dann werden wir sie gleich nochmal reparieren, bevor wir sie losschicken Richtung England und dann schauen wir weiter. Ich glaube, ihr braucht noch eine Runde, oder? Upsala, aus dem Bild geklickt, sorry. Ja, ihr braucht noch ein wenig. Dann bilde ich aber schon mal eine Schwertstabsmiliz aus, die zur Verteidigung da bleiben kann. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wer wird denn fortgebildet? Ein Trupp Puskal, der 26er Trupp. Ich würde eigentlich gerne diese Armee da mal kurz zurückschlagen. Und würde dafür gerne meine gesamten übrigen Truppen abziehen. Und die mal kurz angreifen. Oh, das ist knapp. Das ist zu knapp. Das gefällt mir nicht. Das war ein Fehler. Okay, wir ziehen uns zurück. Ich habe nichts getan. Ich dachte, das wird deutlicher. Okay, ein Schwertstabsmiliz kommt noch. Der Rest wird dann gleich zurückgezogen. Den Rest ziehen wir mal aus der Stadt. Okay, wir können gar nicht den gesamten Rest abziehen. Dann ziehen wir, wen ziehen wir denn rüber? Beginnen wir einfach mal mit der Balliste. Und dann kommen die abgesessenen Huskale, die ganzen. Die Tausenden davon, die wir haben. Und natürlich auch der ein oder andere Bogenschütze. Die schicke ich aber erst gleich hinterher. Denn, bevor ich das mache, würde ich gerne das hier machen. Würde dann nämlich... Machen wir es so. Würde ich nämlich gerne die 5 noch rüber schicken. Haben damit eine volle Armee. Leider ohne General. Dennoch einsatzbereit. Und ich merke, dass es ein Fehler war. Wir lassen zumindest mal ein paar von den Truppen da. Die sind noch nicht bereit. Okay. Venedig ist noch zu sehr in den eigenen Unruhen gefangen. Oh, und Metz ist ziemlich unzufrieden. Das gefällt mir gar nicht. 4. Einen können wir noch rekrutieren bei Gelegenheit. Also wenn die Ortsdorf fertig ist, können wir neue Truppen rekrutieren. Aber an der Stelle würde ich dann sagen, gibt es gerade nichts mehr zu tun. Runde beenden. Wir beobachten wieder, was die ganzen Bekloppten da machen und mit wem auch immer die da gerade verhandeln wollen.
Wie auch immer die Prinzessin gerade verhandeln will, die Byzantische. I don't know. Oh, Ungarn möchte was zu uns. Das ist ja was ganz Neues. Was kann ich denn für euch tun? Okay. Auch nicht so, wie es aussieht. Der Tod geht um, das ist nicht gut. Oh, dammit. Stettin ist von einer Seuche befallen. Gar nicht gut. Bevölkerungswachstum ist stark verringert. Und öffentliche Ordnung scheint es nicht zu schaden. Das heißt, das wirkt sich hauptsächlich auf das Bevölkerungswachstum an. Von daher geht es einigermaßen. Aber gucken wir mal weiter. Bauen wir erstmal wieder. In Frankfurt, die Wehrkaserne ist fertig. Würde ich sagen, können wir hier direkt mal die Armeekaserne hinterher schieben. Und in Zagreb, da haben wir es, kommt die Verwaltung. Während wir unsere Armeen mal wieder zurückschicken. Es war nicht mein größter Geniestreich, muss ich zugeben. Armbrustschützenmiliz und den Rest werden wir aus der Schwerstabsmiliz rekrutieren. In der Zwischenzeit, die Ereignisse einer Seite. Nicht wirklich Interessantes. Der Rundenbericht mit minimalen Verlusten. Und Magdeburg mit ordentlich Truppen. Ich sehe schon. Wir sollten langsam die Truppen abziehen aus Magdeburg. Ich ziehe schon mal meine Reiter vor. Ich glaube, nur ein General wird mit denen mitziehen. Nämlich Dan von Master. Machen wir das dann einfach so. Wer wird fortgebildet? Einer von denen. Okay. Ne, die werden alle fortgebildet. Vergesst es. Ich rede wieder Bullshit. Zwischenzeit. Ja, wieso nicht? Holen wir uns einfach mal noch drei davon. Mal gucken, ob die auch rekrutiert werden. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, da kommen nämlich die netten Herren von England. Und ich glaube, wir würden das Ding gewinnen. Ich hoffe es. Sie fliehen. Dammit. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie kämpfen würden. Wenn wir sie jetzt angreifen... Okay, wir können sie nicht angreifen, aber wir bleiben mal hier stehen. Wie machen wir das? Wir warten hier natürlich. Der Erbe marschiert weiter mal Richtung... Der marschiert direkt zu der Armee. Wird direkt den Hauptmann da verstärken. Unsere Truppen bleiben schön defensiv erstmal. Und hier sind venezianische Armeen zum Angreifen. Die schnappe ich mir doch gerne. Machen wir es doch einfach mal so. Unsere Miliz ist nämlich auch fertig erstmal. Und ich bereite mich eigentlich nur für den Ausfall vor. Können wir die auch noch abziehen? Ja, es wird eng. Ich sollte zumindest noch ein bisschen was da lassen. Die Ballisten lasse ich da. Die schränken nämlich nur in der Bewegung ein momentan. Und zwei von den Fernkämpfern. Die senken die Steuer noch ein bisschen weiter ab. Aber los geht's. Die Beziehungen haben sich weiter verschlechtert. Kann ich mit leben. Dennoch vernichten wir sie. Vernichten geschlagen unsere Feinde hier. Finde ich gut. Aber wir bleiben mit dem Trupp auf jeden Fall in der Nähe von Venedig. Allein schon, um die Truppen immer aufrüsten zu können. Und um uns gegen die verteidigen zu können. Schauen wir mal weiter. Wir wollten hier England. Das hatten wir gerade schon gemacht. Dann greifen wir an der Stelle mal Brücke an. Wir machen schon eine automatische Berechnung. Mit 10 zu 1 sollte das leicht sein. 13 Mann nur verloren. Auch die Siedlung wird geplündert. Ups. Und da hat sich mein Game schon wieder aufgehängt. Keine Ahnung, woran das liegt. Letztes Mal habt ihr mich noch gehört. Passt aber gut von dem Timing her. Ich habe letztes Mal schon das letzte Stück einfach nochmal nachgespielt. Werde ich jetzt auch nochmal machen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.